Hi meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video. Heute gibt es meine Beauty Winter Must-Haves und ich habe überlegt, ob ich es doch eher nur aus der Drogerie mache. Ich habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich habe so viele tolle Schätze dabei, die ich euch nicht vorenthalten möchte, die ich euch in dem Video unbedingt vorstellen möchte, weil sie für mich unbedingt dazugehören. Wie ihr gesehen habt, ist der Gewinner von meinem Gewinnspiel auch schon ausgelost, aber ihr braucht gar nicht traurig sein, falls ihr nicht gewonnen habt. Dann habe ich nämlich noch eine kleine Überraschung für euch. Es wird vor Weihnachten definitiv noch einige tolle Überraschungen geben für euch, also dass ihr auch nicht zu kurz kommt. Da habt ihr definitiv nochmal die Möglichkeit, ein bisschen was abzustauben. Ich hoffe, ihr freut euch darüber und wenn es dann soweit ist, lasse ich es euch natürlich immer wissen. Es wird also komplett ein gemixtes Video zwischen ein bisschen teureren Produkten, günstigen Produkten, Pflege, Kosmetik. Also es ist bunt gemixt und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit Pflege. Und zwar liebe ich da absolut von Schwarzkopf Glisscur diese Reihe. Das ist die Winter Repair Reihe. Einmal habe ich hier den Conditioner und einmal die Express Repair Spülung. Also es ist einfach so ein Pflegespray. Und es gibt auch noch ein Shampoo dazu, was ebenfalls bei mir in der Dusche steht. Aber ich dachte, zur Demonstration reichen die beiden Produkte. Ich liebe sie. Diese Reihe ist wirklich ein Traum. Nicht nur, dass mich die Verpackung natürlich als Verpackungsopfer extrem angesprochen hat, sondern auch der Geruch ist wirklich ganz klasse. Und hier muss ich echt sagen, ist auch die Pflege super. Das gebt ihr einfach in eure Haare, sprüht es ein und sie sind sofort leicht erkennbar, sind richtig schön geschmeidig und gepflegt und den Geruch, wie gesagt, mag ich auch ganz gerne. Der ist ein bisschen herber, würde ich sagen, aber nicht zu viel und nicht zu aufdringlich, ist wirklich richtig gut und ich finde auch als Geschenk so in einem Set, eben noch mit dem Shampoo, ist es auch richtig niedlich. Im Winter gehört ja Baden absolut dazu, also so ein heißes Bad, wenn es draußen so kalt ist, ist einfach nur ja, Balsam für die Seele. Dazu noch ein paar Kerzen an und einen richtig schönen Badezusatz und da liebe ich die, also diese ganzen Winter Editions. Ich bin ein absolutes Opfer in der Hinsicht, ja, also wenn ich da sehe, oh mein Gott, ist was mit Winter, dann stehe ich schon vor dem Regal. Und hier habe ich einmal von Kneipp eins und einmal von Dresdner Essenz. Es gibt da ja aber tausende und ich glaube, alle möglichen Badezusätze, die es in der Hinsicht gibt, habe ich gekauft. Also ich mixe die halt auch ganz gern und der Geruch ist einfach nur mega. Gerade die hier von Kneipp, die haben auch so eine schöne Aufmachung. Verschenke ich eben auch super gerne und benutze ich aber auch sehr gerne selbst. Eine absolute Duschbad-Empfehlung von mir ist auch wieder von Kneipp, die Cremedusche in der Winteredition. Es ist eben so eine besonders reichhaltige Cremedusche und das kann ich auch wirklich so unterschreiben. Ich finde wirklich, während des Eincremes merkt man schon, dass sie sehr gut pflegt. Die ist eben sehr cremig und riecht nach Nuss-Vanille. Ich finde, sie riecht sehr, ja, cremig. Also schon ein bisschen, ja doch, schon auch ein bisschen nussig und vanillig. Aber eben auch so sehr cremig, eben wie so diese typischen Creme-Duschbäder oder Creme, wie sagt man, Duschlotions halt riechen und genauso riecht das auch. Aber ich liebe es, also das darf bei mir in der Dusche im Winter nicht fehlen. Ich habe euch ja schon eine Pflege vorgestellt, die ich sehr gerne mag, aber ich habe wirklich momentan mit meinen blonden langen Haaren extreme Probleme. Gerade durch diese Heizungsluft, diese sehr trockene, kalte Luft und der Wechsel zwischen kalt und warm drin, strapaziert die Haare sehr und dadurch sind sie bei mir super strohig, trocken, brüchig geworden mit Spliss und allem drum und dran. Also ich war total verzweifelt und habe das natürlich meinem Friseur des Vertrauens erzählt, der mir dann diese Kur hier empfohlen hat. Das ist von Goldwell aus der Kera Silk-Reihe. Die Color Intensivmaske, also es ist eine tiefenpflegende Farbglanzmaske und das soll wohl der Ferrari unter den Haarmasken sein, ja. Also mit 30 Euro auch nicht ganz billig, aber ihr reicht damit natürlich auch ewig hin. Ich habe die jetzt schon dreimal benutzt, sie riecht auch göttlich und bin so begeistert von der, es ist wirklich der Hammer. Die pflegt so intensiv, dass es sogar für Leute, die eben nicht ganz so strapaziertes Haar haben und die trotzdem nehmen, viel zu viel ist. Also es kann sein, dass die dann sagen, oh Gott, die Maske ist ja total schlecht, weil es einfach zu reichhaltig für deren Haare ist.
Und für mich ist es optimal momentan. Ich greife auf die nur noch zurück und alle 3-4 Haarwäschen lasse ich die 15 Minuten in meine Längen und Spitzen einwirken und ich merke einfach so einen krassen Unterschied danach. Also könnt ihr euch definitiv anschauen. Ich verlinke euch wie immer alles in der Infobox. Gehen wir von den Haaren zum Gesicht und da benutze ich momentan super gerne ein Gesichtsöl von Clorance und zwar ist das das Lotus Face Treatment Oil mit 100% reinem Pflanzenextrakt. Oh, ich hoffe, die Sonne kommt jetzt nicht und blendet mich. Also jedenfalls habe ich ja Mischhaut, eine T-Zone, ölige Haut, ansonsten trockene Haut. Und viele sagen ja dann so, oh Gott, ich habe ja ölige Haut oder so, dann darf ich natürlich kein Öl nehmen. Das ist halt so ziemlicher Unsinn, das kann man so überhaupt nicht sagen, denn auch ein gutes Öl, was auf eure Haut abgestimmt ist, kann bei der Talgproduktion euch unterstützen oder das so ein bisschen stoppen. Da darf man nicht davon ausgehen, ich habe ölige Haut, ich darf kein Öl benutzen, denn diese Gesichtsöle können das Ganze eben, wie gesagt, sogar recht gut unterstützen und ich habe jetzt eben hier auch für ölige Haut bzw. Mischhaut das Öl gewählt, da gibt es halt für unterschiedliche Hauttypen, ne, ist klar. Und ich liebe das einfach. Also es kann sein, für einige der Geruch, der ist ganz schön penetrant, ja, das kann ich schon sagen. Ich mag es aber ganz gern, für mich gehört es irgendwie dazu. Für einige könnte es zu viel sein und ihr glänzt richtig dann natürlich wie eine Speckschwarte. Ich benutze es abends rein als meine Nachtpflege und was ich ebenfalls abgöttisch an diesem Produkt liebe, ist, wenn ich es in meine Foundation mit reingebe und das so... eine Foundation, die jetzt nicht so glowy ist, sondern eher matt bis semi-matt ist. Dann gebe ich so ein paar Tropfen, so 2 Tropfen auf meinen Handrücken, mische das mit der Foundation. Habe ich auch heute gemacht. Und dann habt ihr ein super schönes Ergebnis und ihr habt auch noch eine Pflege mit dabei. Also das mag ich super gerne. Wo wir gerade bei Foundation sind, habe ich auch getestet in einem meiner letzten Videos von Manhattan, die relativ neue Fresher Skin Foundation. Ich habe die Farbe 32 Classic Ivory, passt perfekt für mich und ich liebe diese Foundation, denn sie lässt, ist ein bisschen parfümiert, sie lässt eure Haut wirklich richtig gut aussehen. Sie lässt eure Haut strahlen, sieht aber nicht zu viel aus, also es sieht eigentlich aus, als hättet ihr nichts drauf. Außerdem passt sie sich der Haut super an, die Deckkraft ist so medium, ne? Also wenn ihr jetzt so starke Unreinheiten habt oder Augenringe, Rötungen und so weiter, dann müsst ihr definitiv noch einen Concealer nehmen. Aber wenn ihr so wie ich, soweit die Haut okay ist, dann braucht ihr nur die und ihr seid ready to go. Und das liebe ich an der über alles. Ich finde, sie ist auch recht ergiebig und die würde ich mir definitiv wieder nachkaufen. Immer und immer wieder. Kommen wir mal zu Blushes und da habe ich mir 2 aus der Drogerie ausgewählt. Einmal von NYX, kann man ja jetzt sagen, dass das aus der Drogerie ist, ein Ombre Blush. Ich hoffe, den gibt es so hier auch bei uns, weil ich habe mir den in einem NYX Store in Prag gekauft. Und das ist so ein Ombre, wie gesagt, Blush in der Farbe Mauve Me. Ja, ist halt voll mein Ding, ne? Mauve im Herbst, Winter, bin absolut ich. Da brauche ich nichts anderes. Und ich finde es so schön. Das hat auch ein paar Schimmerpartikel drin. Was ich ebenfalls sehr cool finde für den Alltag. Ich hoffe, ihr könntet hier überhaupt was erkennen. Weil es ist schon recht dezent, muss ich sagen. Hat einen ganz leichten Sheen mit drin. Mag ich sehr gerne. Preis-Leistungs-Verhältnis absolut top. Und dann habe ich einmal von P2 den Glow Touch Compact Blush. Diese P2 Glow Touch Blushes, da stimmt einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut. Also da könnt ihr nichts falsch machen. Weder beim Verschenken noch beim selber kaufen. Weil... für diese, ich glaube, 4 Euro maximal kosten die. Und die sind super. Die haben auch einen leichten Sheen mit drin. Finde ich toll. Lassen sich gut auftragen. Vor allem für Schminkanfänger finde ich den gut, weil ihr eigentlich nicht zu viel nehmen könnt. Ne? Also ihr könnt da nicht so dieses typische Overblush sein. Gott, ich liebe den. Achso, ich habe die Farbe noch gar nicht gesagt. Ne? Das ist die 040 Touch of Rose. Ich sollte euch den Mass übrigens wirklich meine absolute Lieblingsfarbe, aber ich muss mir mal noch mehr zulegen. Das ist jetzt hier das. Also ihr seht, es ist schon sehr dezent, also perfekt auch für den Alltag. Und ihr braucht eben, wenn ihr das Produkt benutzt, kein Highlighter extra unbedingt für den Alltag, ja gleich gar nicht. Weil da ja schon so ein schöner Sheen mit dabei ist. Ich bin ja so ein absolutes Highlighter-Kind und im Winter darf Highlighter definitiv nicht fehlen. Und ich... liebe absolut natürlich von Becca den Champagne Pop
in Kooperation mit Jaclyn Hill. Er ist einfach so genial, wie er auch überall ja, beteuert wird, dass er es ist. Also mega Produkt. Ich habe auch, also ich liebe auch den Prosecco Pop und das zu mischen. Mag ich auch gerne, habe ich auch heute so auf der Haut. Also ich habe Prosecco Pop und Champagne Pop gemixt. Allgemein auch die anderen Highlighter von Becca haben eine super Qualität. Das ist mit, ich finde, ich habe noch nichts Vergleichbares gefunden. Ich neige ja auch mal gern dazu, ein bisschen zu viel Highlighter zu nehmen. Aber gut, kann man zu viel Highlighter tragen? Nein, eigentlich nicht, oder? Nägel, auch eine sehr wichtige und tolle Kategorie. Ich bin ja eher so die Person, die super gerne so saisonabhängig die Farben trägt. Also im Sommer, Frühling, also Frühling darf es so Pastell sein, ja, und im Sommer richtig knallig und Neon und Bam. Und im Winter dann eher so gedecktere Farben, dunkel, braun, rot, sowas halt, ne? Finde ich super. Und da habe ich, ja, wie fange ich an? Also ich fange mal an mit dem hier, weil der echt cool ist. Von P2 aus der Technochrom-Reihe. Ein so metallic-farbener Nagellack in Rosé. Und die Farbe heißt 050 Frozen Rose. Und Name ist Programm bei diesem Nagellack. Absolut. Der sieht so schön aus. Also den aufgetragen, der ist halt dann so, der ist matt und Metallic-Look und es sieht. Der erinnert mich so richtig an Frost, ja, wie eben der Name schon sagt. Hammer, Hammer Nagellack, müsst ihr euch ansehen. Und ich muss sagen, die P2 Nagellacke sind auch top von der Qualität, ja. Also da könnt ihr auch gar nichts falsch machen. Dann habe ich hier noch einen von Essie, den habe ich mir letztes Jahr um die Weihnachtszeit in den USA gekauft. Ich hoffe, den gibt es hier auch. Das ist die Farbe It's Genius. Ich hoffe, das kann man erkennen. Das ist eben ein recht dunkles Lila mit Goldeinschlag. Ja? Lila mit Goldeinschlag. Muss ich dazu noch mehr sagen? Das ist einfach Weihnachten, Winterzeit, mega Hammer. Also, ohne dem geht in dieser Jahreszeit bei mir gar nichts. Und ganz neu in meiner Sammlung, weil ich irgendwie total auf den Trichter gekommen bin, sind diese beiden Nagellacke, Blautöne, ich und blauen Nagellack. Ich bin ja sonst eher so grün, türkis, blau, hat auf meinen Nägeln nichts zu suchen, ne? Weil ich finde, das ist halt irgendwie so, keine Ahnung, ich mag das irgendwie nicht so. Obwohl es bei vielen gut aussieht, aber ja, und auf jeden Fall habe ich dann gesagt, oh, guck dir die Farbe mal an. Die ist doch Winterschnee-Wunder-Winterland da, ne? Habe ich halt auch drauf. Sieht man jetzt? Ja, ich hoffe. Sieht wahnsinnig schön aus, liebe ich über alles. Das ist von Maybelline die Farbe Midnight Magic. Das ist die Disco Ball Reihe. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall Midnight Magic, Hammer. Und dann habe ich den noch daneben stehen sehen. Ja, das ist so ein übelst knalliges Blau mit Metallic Effekt. Auch so ein bisschen. Hatte ich noch nicht drauf, ja. Aber die Farbe ist doch cool, ne? Das ist die Farbe Ocean Blue. Finde ich super. Zu Glitzernagellacken muss ich nichts sagen. Ich habe hier zufällig zwei stehen, weil ich gestern mir einen lackiert habe. Die gehören natürlich immer zu dieser Jahreszeit dazu. Immer. Das ist vom P2 jetzt zum Beispiel der Lost in Glitter und hier der Sandstyle Nagellack. Also Glitzernagellacke gehen natürlich auch immer zu dieser Jahreszeit und gehören automatisch dazu. Und kommen wir zu meiner letzten Kategorie, wo ich auch so ein absoluter Freak bin. Das sind die Lippen. Da fange ich mal an mit der Pflege. Im Winter natürlich jede irgendwie trockene, spröde Lippen gehört ja halt irgendwie auch dazu zu dieser Jahreszeit. Und da benutze ich super gerne den Balea Lippenöl Roll-On. Das ist jetzt schon der dritte oder vierte, den ich nachgekauft habe. Und ich habe schon all meinen Freunden, Familien, Bekannten in meiner Umgebung geschenkt, weil ich gesagt habe, ihr müsst den probieren, der ist einfach super. Liebe ich, dass er eure Lippen so gepflegt aussehen lässt, so richtig schön glossy. Das ist auch langanhaltend und ich finde, er pflegt auch gut. Viele sagen so, ja, dass er so halt bappig ist, nervt die so ein bisschen, aber mich stört das irgendwie gar nicht. Ich mag den Geruch ebenfalls sehr gerne, riecht eben wirklich nach Kokos. Und er ist toll als Pflege und lässt eure Lippen einfach sehr, sehr gut aussehen. Also gepflegt, geschmeidig und deswegen absolutes Must-Have von mir. Und dann zu Lippenprodukten, also sich da zu entscheiden in meiner Sammlung ist natürlich hardcore, weil dunkle Lippen finde ich super schön und rot und braun und dunkles Lila und ach, einfach alles. Deswegen war das ganz schön brutal. Ich habe aber gesagt, okay,
Ich nehme einen teureren und einen günstigeren. Und der günstige habe ich mir ausgesucht von Manhattan, den Lip Lacquer. In der Farbe, passt auf, kann ich euch sagen, 40. Don't be shy. Habe ich bestimmt schon mal erwähnt in einem meiner Videos, weil ich finde, auch Preis-Leistungs-Verhältnis hier bei diesen Lip-Leckern ist mega gut. Also da kann man echt nichts zu sagen. Finde ich eine tolle Farbe, ist so ein bäriges Lila mit bisschen Mauve drin, also super gut. Und die Haltbarkeit ist ebenfalls super toll. Und dann gehört für mich natürlich Rot auch auf jeden Fall mit in diese Jahreszeit. Und da habe ich mir einen von MAC ausgesucht, weil MAC Lippenstifte liebe ich über alles. Die Qualität ist auch super. Und zwar ist das New York Apple. Das ist ein Frost Finish. Finde ich super schön. Also für alle, die es nicht wissen, Frost ist eben so, wie es der Name eigentlich schon sagt, ist halt so frostig auf den Lippen. Also nein, so ein bisschen Metallic Einschlag. Ja, so glänzend. Kann man hier, denke ich, auch ganz gut erkennen. Das ist der hier. Also wie gesagt, ein wahnsinnig schöner Lippenstift. So, und dann war es das von meinem Winter-Beauty-Favoriten. Lasst mich super gerne in den Kommentaren wissen, was eure Favoriten sind, denn ich schaue mir natürlich immer wieder gerne eure Empfehlungen an. Ja, ansonsten würde ich mich noch super freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, weil dann könnt ihr keine Videos mehr verpassen, denn die nächsten Tage kommen schon wieder sehr coole neue Videos online und wie gesagt, es gibt ja auch noch ein, zwei kleine Überraschungen. Ja, und in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!